Berners für die Ausstellung Sezessionisten war ein Bestand oder ein Konvolut aus unserer Sammlung, der mir seit der Eröffnung des Museums eigentlich sehr wichtig ist, den wir aber einfach aus Gründen der Masse, die die Sammlung umfasst, damals noch nicht präsentieren konnten. Wenn man sich die Ausstellung anschaut, die wir mit diesem Schlagwort Sezessionismus versehen haben, fällt eigentlich auf, dass sie stilistisch und auch inhaltlich ganz breit gefächert sind, dass man zunächst meint, vielleicht gar keinen gemeinsamen Nenner finden zu können. Das Gemeinsame ist, dass all die Künstler diese Werke, die wir hier präsentieren, zeitgenössisch zu Lebzeiten präsentierten in sogenannten Sezessionen. Also Sezession heißt letztendlich nichts anderes als Abspaltung. Und zwar haben sich diese Künstler abgespalten von den traditionellen staatlichen Ausstellungseinrichtungen, die sehr stark auf nationale Kunst ausgerichtet waren und vor allen Dingen auf die sogenannte repräsentative realistische Kunst, die die Künstler, die wir hier präsentieren, als inhaltsleer, als blutleer wahrgenommen haben. Und sie wollten also zum einen neue Inhalte oder aus ihrer Sicht überhaupt Inhalte in die Werke wieder hineinbringen und natürlich in den 4 Jahrzehnten, die zeitlich diese Ausstellung umfasst, also von den 1880er Jahren bis in die 1910er, 20er Jahre, in dieser Zeit natürlich auch immer weiter moderne, revolutionäre in der Maltechnik werden. Wir sehen hier hinter mir dieses Stillleben oder diesen Landschaftsausschnitt von Fritz Erler. Das war für damalige Verhältnisse schon ein sehr gewagter Bildausschnitt, den er dort wählte. Also stellen Sie sich eine Parklandschaft vor, wo sicherlich ein großes Brunnenbecken war. Und nur diesen Brunnenrand zu wählen mit einem Teil der Wasseroberfläche, mit dieser kleinen Lilienpflanze und der Spiegelung auf der Wasseroberfläche, sodass man zunächst sich erstmal orientieren muss, wo man sich dann eigentlich in diesem Ausschnitt befindet. Das war für damals etwas völlig Modernes und Außergewöhnliches. Es sind vor allen Dingen die Münchner und die Wiener Sezessionen, die, wenn man sich mit Jugendstil auseinandersetzt, eine große Rolle spielen. Und von den Namen her sind es Franz von Stuck und Karl Strattmann oder eben auch Karl Otto Czeska oder Karl Krennig, den wir direkt hinter mir jetzt sehen, die ganz wichtige zentrale Vertreter beider Sezessionen in Wien und München waren. Es ist der Jugendstil, der sehr stark auf diese allumfassende Lebensreform oder Reform der Lebensbereiche des menschlichen Alltags ausgerichtet war. Das heißt, das Thema Gesamtkunstwerk ist ein ganz zentrales Thema all der Künstler, die wir hier ausstellen, gewesen. Der Jugendstil um 1900 geht dann sehr stark ins Ornamentale, Dekorative hinein und die Art und Weise des Farbauftrags spielt eine ganz große Rolle. Also es sind ganz filigrane, fast reliefartige Strukturen, die entstehen. Das ist eine sehr aufwendige Malerei. Und Karl Krennig, wir sehen ja hier hinter mir eine solche kleine Landschaftsszene, einen solchen Garten. Traditionell hätte man erwartet, quasi diesen Garten möglichst naturgetreu abzubilden. Bei Krennig geht es ums ornamentale Gestalten. Fast kann man eigentlich schon sagen, wenn man das Ganze sich weiter denkt, der Weg in die Abstraktion ist hier vorgegeben, also wirklich auf diesem ornamentalen Aspekt heraus entsprechend diesen Park aus dieser feingliedrig getüpfelten Art und Weise anzulegen. Beide Motive von Krennig, die in der Ausstellung sind, dienten dann auch als Vorlagen für Postkarten, also sowohl die Wiener Werkstätten als auch die Dresdner sind bekannt für ihre Postkarteneditionen und so sind also bildkünstlerische Arbeiten der Künstler über das lithografische Druckverfahren entsprechend in einer ganz großen Auflage vervielfältigt wurden und fanden diese Postkarten als wirklich beliebter Reiseartikel, also als Grußkarten, wie wir sie heute vielleicht schon wieder nicht mehr kennen, aber im 20. Jahrhundert dann gekannt haben, Eingang wirklich in breite Kreise der Bevölkerung. Einer der wichtigsten, bis heute wohl prominentesten Vertreter der Münchner Sezession war Franz von Stuck. Und wir haben hier in der Sammlung immerhin 5 plastische Arbeiten von ihm und 2 Gemälde, also einen kleinen repräsentativen Bestand, wo wir sehr schön zum einen sein malerisches Schaffen, aber auch sein plastisches Schaffen vorstellen können, der insofern auch etwas Besonderes ist, weil zumindest diese beiden Gemälde unbekannt waren, dass sie in der Stiftung von Herrn Gunzenhauser sind. Und hier haben wir jetzt also direkt die Plastiken von Stuck, alles Bronzegüsse. Und sowohl im plastischen als auch im malerischen Bereich gibt es eigentlich so ein ganz großes Thema, das sich durch sein ganzes Schaffen hindurchzieht. Das ist der Kampf der Geschlechter oder das beziehungsreiche, spannungsvolle Verhältnis zwischen Mann und Frau.
was er immer wieder thematisiert hat. Und so wie ich die Arbeiten hier in der Ausstellung präsentiert habe, also voneinander abgewandt, die Tänzerin nach links weg tanzend und der Athlet nach rechts seine Kugel stemmend, so waren sie bei Stuck auch präsentiert. Also beide Geschlechter voneinander abgewandt, getrennt durch eine Urne mit einem Knabenporträt darauf. Zu dieser Zeit ist auch das gemeinsame Kind gestorben. Also es gibt auch durchaus biografische Verbindungen, was zu Spannungen führte zwischen im Ehepaar Stuck. Also insofern eine ganz interessante Konstellation, zum einen biografisch, zum anderen aber auch wirklich innerhalb seines Werks, diese Thematik des Kampfs der Geschlechter. Oder wenn Sie so wollen, wir sind genau in der Zeit der Traumdeutung von Sigmund Freud 1900 veröffentlicht. Also sexuelle Aspekte, Spannungsverhältnisse im Menschen und zwischen den Menschen ist eine ganz große Thematik damals gewesen, die auch die Künstler aufgegriffen haben. Wir haben insgesamt zur Kunst um 1900 zu den Sezessionisten knapp 400 Arbeiten in der Sammlung. Davon zeigen wir jetzt die Gemälde und Plastiken, was 64 Arbeiten sind. Die übrigen Arbeiten werden in den nächsten Jahren aufgearbeitet, immer wieder in einzelnen Ausstellungsprojekten. Ein großes Projekt wird sein, ein Künstler, der heute leider auch zu Unrecht viel zu wenig bekannt ist, Markus Behmer, ein Grafiker der Jahrhundertwende, wo wir ein großes Konvolut haben. Da wird es also eine künstlermonografische Ausstellung geben. Dann haben wir sehr, sehr viele großformatige Plakate aus dieser Zeit, die in einem eigenen Projekt aufgearbeitet werden. Und das vierte und abschließende wird dann ein Projekt sein zu den übrigen Arbeiten auf Papier, also Zeichnungen, Grafiken, Druckgrafiken, Aquarelle. Nochmal ein sehr, sehr großer Bestand. Das alles in den nächsten 3-4 Jahren, quasi Sezession in Chemnitz in Fortführung.